Jetzt berechnen wir mal den Regressionskoeffizienten Beta 1 Dach zu Fuß. Also der Regressionskoeffizient Beta 1 Dach ist hier ja minus 5,3445 und das Programm berechnen wir uns automatisch nach der Methode der kleinsten Quadrate diesen Regressionskoeffizienten. Und wir wissen ja, dass der Regressionskoeffizient Kovarianz xy durch Varianz x ist. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann ist die x-Variable in diesem Fall Wt, das Gewicht, und die y-Variable mpg. Und die Varianz bezieht sich also auf die x-Variable und das ist also Wt. Und das Schöne ist, das kann man auch sehr einfach mit den R-Befehlen hier eingeben und es ergibt sich der exakte gleiche Wert, den das Programm eben hier oben auch ausweist. Und wie berechnet sich jetzt der Intercept? Der Intercept ist nichts anderes als Beta 0 Dach und da wissen wir, dass er sich berechnet als der Mittelwert der abhängigen Variable, das ist in dem Fall mpg, minus dem Regressionskoeffizienten geschätzt, also Beta 1 Dach, mal dem Mean der unabhängigen Variable, in dem Fall Wt. Das Ganze übertragen jetzt in R ergibt diesen Befehl, also Mean jetzt klein geschrieben für das arithmetische Mittel, in Klammern mpg für die abhängige Variable. Jetzt kommt hier Plus. Warum kommt hier Plus? Ja, weil der Regressionskoeffizient Minus ist. Also Minus, Minus gibt Plus. Also Plus 5,3445. Ich sage zwar Komma, weil Deutsch. Und das Programm ist aber ein amerikanisches, also 5 Punkt. Ansonsten klappt das nicht. Mal ist jetzt hier ein Stern. Multipliziert mit dem Mean, kleingeschrieben in Klammern Wt. Und dadurch ergibt sich dann der Intercept. Also um den Intercept berechnen zu können, brauche ich erstmal den geschätzten Regressionskoeffizienten Beta 1 Dach. Und wie sieht jetzt die Regressionsgerade aus? Wir haben also auf der x-Achse die x-Variable, die in diesem Fall die unabhängige Variable Wt ist. Und wir haben auf der y-Achse die abhängige Variable, die in diesem Fall mpg ist. Diese Regressionsgerade startet am Ordinatenabschnitt und das ist der Intercept. Startet also an dem Punkt 37,2851 und hat dann eine Steigung. Hat dann eine Steigung von minus 5,3445. Wie interpretiert man dann diese Regressionsgerade? Eine zusätzliche Einheit Gewicht, also zum Beispiel 1000 Pfund mehr Gewicht beim Fahrzeug, führt im Durchschnitt zu einer geringeren Reichweite und zwar um 5,34 Meilen pro Gallone geringeren Reichweite, deswegen Minus. Mathematisch geht es da also um eine Geradengleichung. Y startet bei einem Ordinatenabschnitt A und hat hier eine negative Steigung. Und wenn man hier dann sich klar macht, y ist mpg, der Ordinatenabschnitt ist 37,2851
dann haben wir hier eine Negativsteigung und die x-Variable ist hier wt. Ja, ich finde es wichtig, das sich mal klar zu machen, wie der Regressionskoeffizient konkret berechnet wird, wie der Intercept konkret berechnet wird, wie sich daraus die Regressionsgerade ergibt, wie die Regressionsgerade zu interpretieren ist. Also ich finde das wichtig, deswegen habe ich dieses Video gemacht.